Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Black Desert Online. Schön, dass ihr wieder reingeschaut habt. Ja, hallo, es ist schön, dass ich auch da bin, weil, weil ich bin wichtig und so. Das finde ich eher nicht so schön, aber okay. Ja, das sagt er nur so, um davon abzulenken, wie sehr er mich liebt. Ja? Ja. Oh Gott. Ja, siehst du? Er nennt mich schon als, er benennt mich schon zum Gott. Das ist, na gut, kann man ja verstehen, ist halt so. So, wir waren das letzte Mal dabei, ein paar Narutos wegzuhauen, genau. Und jetzt haben wir erstmal wieder einen Bosskampf und den werden wir uns jetzt mal in aller Ruhe widmen. Ja, das wäre schön. Hat gerade leicht geleckt hier? Ja, hier leckt es doch immer. Ja. Wenn hier Spieler in der Nähe sind. Nähern wir uns gar einer Stadt? So. Achso, der ist noch gar nicht da. Toll. Jetzt. Doch, da ist er doch. Ja, aber der war noch im Spawnen, als ich meine erste Attacke ausgeführt habe. Ist er schon tot? Nee, er ist noch nicht tot. Ist er tot? Ist er tot? Ist er tot? Ich glaube, der ist tot. Ist er tot? Nee, immer noch nicht. Also jetzt. Bei mir liegt er schon die ganze Zeit rum. Ja. Wo bist du? Ach, du bist schon wieder auf dem Weg. Na, toll. Was frage ich? Ja, wie immer. Rennt einfach immer vorwärts. Und lässt uns mal hier voran, ganz allein. Ja, mal vorankommen. Allein. Hat halt keine Geduld. Gedühlt, oder was? Genau. Du bist ein richtiger Dealer, ein Drogendealer. Hm. Wer weiß. Vielleicht. Und weißt du, welche Droge das ist? Speed. Speedy? Speedy Gonzales? Jo. Speedy B. Bidibu, der schnellste Dü von Mexiko. Okay, haben wir. Ich kann mit dem nicht jetzt. Ich kann wieder was ausrüsten. Ja, ich auch. Eine neue Armbrust. Schön. Die ist auch besser als meine. Das ist gut. Andersrum wär's doof. So. Blutdrakons Ruf, Pfeilexplosion mehr. Also, da müssen wir echt mal gucken bei Gelegenheit. Ja, aber wie gesagt, das ist wahrscheinlich nach der Aufnahme, dass wir das ein bisschen weiter aufleveln und die Kampftalentpunkte und so weiter und so fort. Denn, ja, wie gesagt, ich denke mal, vor der nächsten Aufnahme werden wir das dann mal oder machen. Oder so. Schreib's dir mal mit auf, dann vergessen wir das nämlich wieder. Denn man muss echt sagen, du hat halt nicht so viel Zeit heute und deswegen machen wir nur eine extra Kurzaufnahme. Es ist halt immer schwierig, einen gemeinsamen Aufnahmepunkt zu finden. Denn, naja, ich habe ja schon in der letzten Aufnahme, nicht in der letzten Folge, in der letzten Aufnahme erzählt. Wir haben ja alle beide unser Real Life. Und da muss dann auch mit dem interagiert werden. Jo, nicht nur mit den NPCs. Das Problem ist dann halt meistens dabei, dass immer wenn ich kann, kannst du nicht. Und immer wenn du kannst, kann ich nicht. Richtig, das ist das Problem halt dabei. Genau, das ist immer ein bisschen. Derzeit zumindest. Vielleicht können wir uns mal wieder ein bisschen besser abstimmen, dass du zum Beispiel arbeitslos wird und dann müsste das wieder gehen. Ich habe schon mal bei deinem Chef angerufen, aber bis jetzt will da noch keiner ran. Nee, das ist irgendwie. Nee. Muss auch noch nicht sein. Sag mal, würdest du deinen Job nicht für mich opfern? Also wenn du mir das Geld zahlst, dann mache ich das gerne. Nein, ich meine. Aber so viel hast du ja auch nicht. Ja, eben. So. Also, der ist schon wieder weggerannt. Ich mache hier den Moos-Golems. Einfach, weil ich es kann. Ja, die brauchen wir gar nicht. Ich weiß, aber weil ich es kann. Die waren schöne Möpse. Na, geh hoch. Dir rennt irgendwas hinterher, ne? So ein kleiner Hirsch. Ah, Hirsch. So. Da gibt es wieder eine Inventarerweiterung. Schon wieder? Ja.
Halt, jetzt habe ich den Schwarzgeist abgebrochen. Sorry, warte. Inventarerweiterung. Jawohl. Hey, bestätigen. Oh, kein leeren Platz. Ich habe keinen leeren Platz, um die Inventar, um mir Platz zu machen. Ich muss wieder was wegschmeißen. Echt unglaublich. Ja, nächste Stadt kommt ja bald. Ja. Aha, ich schmeiß mal die alte Armbrust weg. Dauert nicht mehr lang. Ach so, das geht ja wieder nicht so. Das muss hier unten rein. Manu. Na, das dahin. Was ist das hier? Altes Langschwert. Kristalldeko. Was ist das? Händler gegenseitig zu fairen Preis kommen. Alle weg. Ja, nicht so viele. So, was ist das? Ein Pilz. So reicht das denn schon? Schwarzgeist, wie viel brauchst du Platz? Ich habe jetzt nicht nachgeguckt. Quest abgeschlossen. Okay, das reicht. So, schön. So, Inventarerweiterung. Dass man halt, um das Inventar erweitern zu können, um mehr Platz zu haben, mehr Platz braucht, das ist schon schlimm. Warum bin ich so schnell? Das wundert mich auch, warum du so schnell bist. Das war interessant. Meinst du? Jo. Diese Ruinenfurte müssen 1000 Jahre alt sein. Sehr schön. Und jetzt... Wo bist du? Ich bin... Ich hab schon alle Questen gemacht. Sonderbarer Archäologe spricht mit Knüdel-Düdel. Das hast du auch schon gemacht? Ja. Wo ist denn der? Da oben. Ist der da oben? Ich hoffe doch. Ja, da musst du die Leiter hoch einmal. Okay. So. Was denn? Die stöhnt hier. Aha, warum? Du sollst hier nichts Jugend nicht unfreies. Sonst musst du das noch als ab 18 markieren. Aber ein bisschen jugendfrei darf sein, damit es nicht als Kind markiert wird. Auch wieder wichtig heutzutage. So, zerstört die vorzeitigen Waffen der Bist du hier? Ja, mittendrin, statt nur dabei. Gegenstände erhalten, Schwarzsteinwaffel. Schwarzstein für die Waffe, oder was? Ja, Waffenschwarzstein. Siehst du, hätten wir die vorhin gleich mitgehauen. Hätten wir sagen können, jo, hier, guck mal, haben wir doch schon, brauchen wir nicht mehr. Aber nein, du wolltest nicht. Meinst du, das gilt dann, oder was? Ja, bestimmt. Bei jedem normalen Menschen würde sowas gelten. Warum soll das denn in Spielen nicht funktionieren? Wobei man sagen muss, es gibt tatsächlich... Kannst du mal einen Brief an die Entwickler schreiben? Es gibt tatsächlich Spiele, wo das funktioniert. Aber das sind ja dann meistens keine Online-Games. Das sind dann meistens irgendwelche normalen Rollenspiele von wegen hier, töte den oder den. Und weil du ein bisschen rumerkundet hast, hast du das schon gemacht. Und dann hast du die Option, jo, hab ich schon gemacht. Finde ich immer cool. Meinst du jetzt Fallout oder was? Zum Beispiel. Achso, okay. Ja, das habe ich dann irgendwann abgebrochen. Warum? Ich weiß nicht, das war mir irgendwie zu kompliziert irgendwie. Ich bin irgendwo rumgerannt, wo ich wahrscheinlich nicht hätte rumrennen sollen. Und dann haben die mich immer getötet und dann hatte ich irgendwann keinen Bock mehr. Oh. Das ist aber immer die Gefahr von Spielen mit Open World Spielen, dass du irgendwo hinrennst, wo du besser erstmal noch nicht hingehst. Aber wie gesagt, Fallout geht ja eigentlich noch. Gothic damals war extrem, oder hier, wie heißt das neue jetzt hier? Hier von Dingens? Keine Ahnung, auf jeden Fall, da gibt es ja auch ein neues, das ist ähnlich. Im Prinzip steht da der unbesiegbare Bösewicht 2 Meter neben dem, den du gerade brauchst, so in der Art. Das ist dann schon heftig. Ja, da kann ich mich noch dran erinnern, hier an Gothic. Als ich das Spiel dann irgendwann mal zum Starten gebracht habe, habe ich mich so richtig doll gefreut.
Aber ich hatte überhaupt keine Ahnung, was ich in dem Spiel mache. Ich war einfach zu doof dafür eigentlich. Welches Gothic meinst du? 1, 2 oder 3? Oh, was hatte ich denn da gespielt? Weiß ich nicht. Hast du mir das nicht sogar noch installiert gehabt? Kann sein, ja, ja. Hatten wir das nicht zusammengespielt oder irgendwie? Oder ja, zusammenspielen konntest du es ja nicht, weil ist ja Einzelspieler, aber es ist ein Rollenspiel, ein cooles. Kann schon sein, dass ich dir das mal ausgeliehen hatte oder sowas. Dann müsste es der 1 oder der 2 gewesen sein. Der 3, glaube ich, habe ich nicht verliehen. Wobei die kleine 3 ja auch, zumindest bei Release, hatte ich mir ja direkt gekauft. Und bei Release, das war ein einziges Bugfest. Und das war ja zu einer Zeit, da hast du noch nicht so viel von Day One Patches und sowas gehabt. Das heißt, es gab noch keinen richtigen Patch. Da war es halt so, da hast du am Anfang hier jede Menge Orks umgehauen. Und dann bist du raus in den Wald und wurdest von dem blöden Wildschwein kalt gemacht. Nicht, weil das irgendwie stark war. Nein, das hat dich immer so oft angegriffen, dich hat's umgehauen und du lagst oben und während du wieder aufgestanden bist, hat's wieder angegriffen und dich umgehauen. Und du konntest nichts dagegen tun. Nichts. 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 Sind wir jetzt hier richtig? Ich hab keine Ahnung, ich renn dir einfach hinterher. Ne, ich glaube nicht. Ja, dachte ich mir. Das kommt nämlich irgendwie wie die Kukuri-Höhle oder sowas vor fast. Na, das wird's nicht sein, aber da müssen wir auf jeden Fall nicht lang. Da bin ich, dieser Speed, musst du echt dich dran gewöhnen. Ja, fast als wärst du mit dem Pferd unterwegs. Was jetzt an deinem Speed? Nee, das was du jetzt hier an Laufspeed hast. Huch. Ah, hier wieder nach oben. Zu der Ollen. Geh mal weg, ich will zuerst. Ah. Ja, und riecht gut. Die pinkelt. Warum bist du schneller? Bin ich gar nicht, ich bin hinter dir. Ne, bei mir bist du jetzt vor mir auf einmal. Ne, jetzt hole ich langsam auf. So, jetzt bin ich oben. Warum ich schneller bin, ist ja leicht erklärt, wenn du runterschiffst. Ja, muss auch mal sein. Aber als ich dich dann überholt habe, ja, ich habe da auch interagiert. 39 schon. Das ist schon wieder ein Boss. Oh. 39. Das ging ja schnell. Ja. Kann man nicht meckern. Das ging wirklich schnell. So, ich geh dann mal, machst du das, ne? Er scheint ein bisschen größer zu sein. Ja. Stufenaufstieg. Achso, sollte ich erstmal wegmachen. Hatte ich ja schon. Kommt da noch ein großer? Ne, ich glaube nicht. Das ist im Grunde genommen das Große, wenn man das halt so möchte. Aha. Okay. Na gut, dann eben nicht. So. So, dann müssen wir nochmal hoch zu unserer alten Freundin. So alt ist die doch gar nicht. Vorbei. Ha, ihr, und jetzt wirst du richtig angeschossen. Ich drücke, und ja. Schmeckt's? Hallo. Hallo. Ja, die hat nur was von Great Power gerade gesagt. Ich nehme mal ganz stark an, dass sie mich meint. Great Power? Mhm. Ich bin ein Power Ranger. Naja.
Ja. Zum Glück hat sie nicht gesagt White Power oder irgendwie sowas. Das wäre ja political incorrect. Wieso? Vielleicht hat sie ja nur Schokolade gemeint. Meinst du, sie ist Fan von weißer Schokolade? Ja, das ist ja möglich. Ah, oh Mann. Okay, gehen wir auf die Straße und dann würde ich sagen, beenden wir noch an der Stelle hier die Folge. Wo ist denn die Straße? Denk mal. Ja, hier bei mir. Hast du schon eine Erweckung Präbaumruinen? Ja, habe ich jetzt. Aha, okay. Weil ich stehe noch beim NPC, deswegen. Ja, na gut, dann komme ich mal zu dir zur Straße. Lalalala. Das ist nett. Ne, damit wir auch gemeinsam die Folge abmoderieren können. Ja. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Geht mal unten sehr schnell. Ich bin auch bei Level 40. Genau. Und bis zum nächsten Mal. Schaut euch auch die anderen Projekte von uns beiden an. Bis denne. Tschüss.